Willkommen zum fünften Bioempfang des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft auf der Internationalen Grünen Woche. Wir freuen uns, dass Sie bei uns, den heimischen Biobäuerinnen und Bauern, den Bio-Lebensmittelhandwerkern und Bio-Kaufleuten zu Gast sind und wir diesen Abend mit Ihnen verbringen dürfen. The main priority of the new European Commission is European Green Deal. A very important challenge for all European society, for European economy, and also for the European agriculture. Very important duty as a commissioner for agriculture is to prepare action plan for development of organic production. And this is very important to think not only how to develop organic farming, but also how to develop organic market. I will do everything which is possible to encourage European politicians to be more open for the for support, or also the financial support for the organic farming in the European Union. Ladies and gentlemen, at the end, is once again, I like to thanks, first of all, to thanks for all of you for your active for your activity in this field, for your very intensive work to develop organic farming. I wish all of you and all of us successes in this field, and my dream is that all European farming should be organic, but thank you very much. Mein Petitum, und das habe ich schon mehrfach wiederholt und ich werde es nicht aufhören zu wiederholen, ist, die Betroffenen, insbesondere wir Landwirte, wir sollten selber ein Bild davon entwickeln, wie eigentlich die Zukunft der Landwirtschaft ausschauen kann, weil das nämlich die einzige Art und Weise ist, wie denn die Diskussion darüber zurückzukehren, wie Landwirtschaft sich entwickeln soll und welchen Anteil wer daran hat, denn dass die Landwirtschaft das alleine stemmen kann, ist völlig ausgeschlossen. Lieber Herr Kommissar Wojciechowski, nutzen Sie uns, die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft, als Instrument, um diese Veränderungen zu bewirken. Sie haben vorhin gesagt und Sie haben am Applaus gemerkt, wie sehr Sie ins Herz der Leute hier treffen. Sie wollen, dass am Ende die gesamte Landwirtschaft ökologisch ist. Ja, ich hoffe, das wäre meine Hoffnung, dass in 20 Jahren es uns gar nicht mehr braucht, weil es uns gelungen ist, die komplette Landwirtschaft so zu gestalten, dass sie auf Dauer funktioniert. Die Frage nach dem grüner Werden unserer GAP, was wir voranbringen. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir Eco-Schemes brauchen, die verbindlich für alle Länder, für alle Mitgliedstaaten sind und nicht in Einzelnen. Da bin ich fest von überzeugt, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil dann klar wird, was gemeint ist und dann nicht wieder dran rumprobiert wird, wie man doch wegkommen kann. Und zum anderen finde ich, und das gilt für alle, egal welche Wirtschaftsform, ist einfach wettbewerbsrechtlich. Ich finde es einfach fairer, wenn sich alle dran halten, denn das Klima, die Luft und vieles andere macht ja nicht Halt an einer Ländergrenze. Und es kann nicht sein, dass wir uns hier die Köpfe einschlagen in Deutschland, was wir machen müssen, und andere Länder dann sagen, nee, wir machen das ein bisschen schlanker, diesen Fuß. Also verbindliche Eco-Schemes. Ich sage das ganz klar, und das wird den meisten auch klar sein, wir werden nicht mehr Geld bekommen oder das Budget halten können in Europa mit der Begründung, wir wollen eine alte Landwirtschaftspolitik finanzieren. Also mehr Geld für etwas, was wir bisher schon hatten, wird es sicherlich nicht geben. Es wird nur dann mehr Geld geben, da bin ich mir auch klar. Und das bezieht sich nicht nur auf ein Klientel, auf Ökolandwirte, sondern auf alle Landwirte. Wenn die Aufgaben, die zusätzlich hinzukommen,
durch den Green Deal, durch unsere Beschreibung, wie Landwirtschaftspolitik, auch das Budget, akzeptierter wird in der Gesellschaft, dann brauchen wir für die neuen und mehr Anforderungen auch mehr Geld. Wenn wir wissen, dass Biolandbau mehr Tierwohl bedeutet, bessere Preise und damit auch Wertschätzung gegenüber dem Produkt besser ist für Gewässer, für Böden, für das Klima und die Biodiversität, es also nicht an der Einsicht fehlt, sondern an der Umsetzung, dann lasst uns darüber nachdenken, wie wir es auf den Weg bringen. Und ich sage das mal angesichts der Diskussion, dass die Bundesregierung, dass diese Koalition sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 bei 20% Biolandanteil bei der bewirtschafteten Fläche sein zu wollen. Das ist schön. Das ist aber genau der Anteil, den das Saarland jetzt schon hat, auf das wir stolz sind, selbstbewusst darauf hinweisen, was uns aber auch einen Haufen Geld, Energie und Kraft und Überzeugung gekostet hat. Und ich sage das jetzt mal, wenn ein Haushaltsnotlageland wie das Saarland in der Lage ist, einen solchen Anteil sicherzustellen, dann gibt es auch keine Ausreden mehr für die, die noch unterm Bundesschnitt von 10% liegen. Macht euch an die Arbeit, macht dann auch aus dem, was ihr an Ansprüchen habt, konkrete Politik, weil das wirkt und das geht über den Biolandanbau am besten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Landwirtschaft kann ein Emittent von Treibhausgasen sein, aber die Landwirtschaft kann auch eine Senke sein. Und Humusaufbau bedeutet Senke. Angepasste Moor bewirtschaftet bedeutet Senke. Sortenvielfalt stabilisiert die Vegetation. Strukturreiche Landschaften schaffen ein Mikroklima, das auch in der Lage ist, Steppenbildung und vielleicht auch Verwüstung zu verhindern. Und deswegen ist Ökolandwirtschaft auch die beste Voraussetzung für eine klimagerechte Landwirtschaft. Der Green New Deal enthält ja neben viel grün lackierten Weiter-so auch Industrieforderungen wie Atomkraft und Gentechnik. Das ist kein Umbau. Für eine nachhaltige Landwirtschaft brauchen wir einen Umbau, der Tierwohl, der die Biodiversität fördert und unsere Lebensgrundlagen sichert. Die 60 Milliarden, die im Moment jährlich in die Agrarindustrie gehen, die müssen investiert werden für Naturerhalt und für Klimaschutz. Wir brauchen die Beibehaltung der jetzigen Regulierung für Gentechnik. Und das bedeutet, dass Gentechnik, bevor sie auf den Markt kommt, getestet wird und wenn sie auf dem Markt ist, gekennzeichnet wird. Also ich finde, das ist der richtige Ansatz, den die Kommission wählt. Die Überschriften stimmen alle und sind auch die richtigen Fragen. Und was wir jetzt aber dann brauchen, ist einen neuen Vorschlag zur gemeinsamen Agrarpolitik. Weil mit den Ansätzen der letzten Kommission werden wir weder die Klimaziele erreichen, noch eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Und das ist im Moment unser Problem. Das heißt, diese Kommission und Frau von der Leyen muss jetzt eigentlich einen neuen Vorschlag für eine neue GAP vorlegen. Und dann könnten wir gemeinsam am Ziel einer enkeltauglichen Landwirtschaft, einer klimasmarten Landwirtschaft und einer Landwirtschaft, die im Rahmen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik Umwelt und Klimaziele erreicht und nicht wie jetzt im Grunde genommen eine Einkommensübertragung ist. Also was wir sicherlich brauchen, ist kohärente politische Rahmenbedingungen. Und wir müssen in erster Linie sicherstellen, dass die gesellschaftlichen Leistungen, die Umweltleistungen, die die Landwirtschaft erbringt, auch angemessen honoriert werden. Und dann brauchen wir nicht nur ambitionierte Pläne, sondern was wir auch brauchen, ist ein entschlossenes politisches Handeln. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wird aus dem Green Deal sicherlich auch ein sehr guter Deal. Thank you.
Erste, glaube ich, muss auf jeden Fall sein, es muss sich die gesamte Landwirtschaft in die ökologische Richtung hin entwickeln und dass es nicht mehr so weitergeht, wie es bis jetzt war. Ich glaube, das ist gegeben, also diese Optionen gibt es nicht mehr und dass es da natürlich mehrere Maßnahmen braucht und das haben wir auch heute hier bei dieser Veranstaltung gehört, ein paar Elemente daraus. Das, was auf jeden Fall gegeben ist, wir Biobäuerinnen und Biobauern sind der Partner dafür, dass dies auch gewährleistet wird und dass dies auch eine zukunfts- und enkeltaugliche Landwirtschaft werden wird. Wir müssen endlich die politischen Rahmenbedingungen schaffen in Deutschland, um es der Landwirtschaft zu ermöglichen, einerseits in offenen Märkten zu operieren, also im internationalen Wettbewerb, und gleichzeitig all die Nachhaltigkeitsleistungen, die wir haben wollen, Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz, zu erbringen. Das ist eine Änderung, eine Umgestaltung des Ordnungsrechts, das ist eine Umgestaltung der ganzen Förderpolitik. Wir müssen Leistung honorieren, die Leistung, die Landwirte erbringen, die wir haben wollen, die sie am Markt nicht honoriert bekommen. Also aus meiner Warte raus müsste sich vor allem die Förderpolitik ändern. Im Moment werden einfach die Umweltleistungen, was gerade auch Biodiversitätsschutz angeht, nicht ausreichend honoriert. Es geht viel zu viel noch in reine Flächenprämie, Flächenstützung. Und ich denke, das müsste sich ändern, um das wirklich das System auf einen besseren Weg zu bringen. Also der Green Deal an sich ist ein gutes Ziel. Ziele setzen energiefrei. Klimaneutralität ist ein erster Schritt. Ich denke, dass die biologische Landwirtschaft ein sehr gutes Beispiel ist, wie man nicht nur klimaneutral, sondern mit einer positiven Klimabilanz irgendwie den Planeten auch wirklich retten kann. Nicht nur für die Enkel, sondern auch für die Enkel der Enkel der Enkel.